stehen hier im International Broadcast Center und hier direkt vor dem Bereich von ARD und ZDF. Hier haben wir uns auf einer Fläche von 2000 Quadratmeter ein eigenes Fernsehstudio aufgebaut. In dem Studio haben wir 5 eigene Kameras aufgebaut. Natürlich hängt dort eine genauso große Regie dran mit großen Monitoren, Multiviewing-Systemen, einen sehr großen Bildmischer von Sony, den 8000er Mischer. Weiterhin haben wir hier eigene Schnittkapazitäten aufgebaut. So haben wir zum Beispiel ein Avid ISIS-System mit über 1300 Stunden Speicherkapazität in HD. An diesem ISIS hängen dran 13 Schnittplätze, sowohl auch noch weitere EVS-Schnittsysteme. Wir besitzen hier 2 weitere Regien für ein digitales Bouquet von ARD und ZDF. So werden wir komplette Programme, die wir von dem Host übernehmen, direkt nach Deutschland übertragen. Sie sind kommentiert, aber nicht moderiert. Das machen wir auf 1 Festival von der ARD und auf ZDF Info. Das Weltbildsignal oder auch die ganzen Weltbildsignale überhaupt, die wir hier vom Veranstalter bekommen, die kriegen wir alle in 1080i in 60 Hertz. Das heißt, wir werden, obwohl wir in Deutschland natürlich in 27p 50 Hertz arbeiten, werden wir diese Signale vorher, bevor wir sie nach Deutschland geben, einmalig wandeln. Hier arbeiten wir komplett durchgehend in 1080i, 60 Hertz. Nur das Ausgangssignal, das wird dann einmalig hier in IBC gewandelt und auf einer Leitung in 27p nach Deutschland gegeben.